Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu einer neuen NBA 2K15 Folge. Ja, nachdem wir jetzt unsere ersten vier Spiele komplett verloren haben. Gegen Miami war es knapp, gegen Orlando war es auch knapp. Vielleicht reicht es jetzt endlich mal für einen Sieg, und zwar Heimspiel gegen die New York Knicks. Wir gucken mal zu meinen Optionen nach. Meine Liga-Einstellung. Wir spielen immer noch vierte Dauer 10 Minuten und auf Superstar. Ja, das wird weiterhin so bleiben. Und ich würde sagen, wir gehen ins nächste Spiel. Social Media. Heat demütigen. Was ist denn demütigen? Kann ich hier nochmal. Ah, da. Nächstes Spiel in New York. Und dann ging Portland. Zwei relativ schwere Spiele. So. Und würde sagen, los geht's. Was? Die wurde voller Teuer angeboten. Merrick erhalten, Jason Thompson. Kings erhalten. Trade ablehnen. So. Komm, Freunde, das müssen wir schaffen. In New York. Here we go. And brought to you by Sprite. It's the 2K pregame show. Hello again, everybody, and welcome to 2K Sports. I'm Ernie Johnson. Thanks for being with us. Shaquille O'Neal joins me. Tonight, it'll be the Dallas Mavericks going up against the New York Knicks. Taking a look at the Knicks. They've only come out in front in one of their first three games so far, so a win tonight will be important to them, to be at 500 instead of three games under. So, Shaq, you look at the league as a whole right now and all the young talent that's in here. If there were some way to put you in game shape so you could dress out today, who would you like to play with? Well, Ernie, first of all, I'm not as old as you. Let's see, time capsule. I'd have to say I'd go Shaq to the future and play with LeBron. He's the best player in the game, and he plays so unselfish, and he loves to pass so much, I get to shoot it every time I want to. Shaq and the King in Cleveland. Excuse me, Shaq, but you already did play with LeBron. Yeah, but I was old like you then. You said a young Shaq. It's yeah, but difference. I wanted you to tell me who you'd like to play with that you haven't had a chance to play with already. Oh, I'll have to go with LeBron. I give up. Kevin Harlan, take it away. Die New York Knicks gegen die Dallas Mavericks. Sind die Dallas Mavericks. Ja, viele von euch haben ja auch ein paar Tipps mir in die Kommentare gegeben. Ich soll mehr Spielzüge laufen lassen, ruhiger spielen. Und ja, einer hat auch, glaube ich, geschrieben, dass er auf diesen Schwierigkeitsgrad schon zu einfach findet. Ja, dann schreib du doch einfach mal in die Kommentare, mit welchem Team du spielst. Dallas ist eine super Mannschaft, eine super offensive Mannschaft. Aber ja, irgendwie finde ich schwerer als 2K14, auf jeden Fall. So, hier spielen Chandler,
wie Calderon letztes Jahr. Letztes Jahr, wie gesagt, Calderon bei den Mavs und Tyson Chandler bei den Knicks. Jetzt sieht es anders aus. Warum steht da denn Dellenberg so in der Zone frei? Dellenberg auch letztes Jahr bei den Mavs gewesen und Shane Larkin ist darüber gegangen zu den New York Knicks. Und Nowitzki, oh, das, oh, hat es voll von Stademeyer. Wie gesagt, wir müssen hier versuchen, unseren ersten Sieg einzufahren. Und ich hoffe, es wird der erste, ja. Endlich mal kommen gegen New York, das können wir schaffen. Ist ein machbarer Gegner. Einziger Spieler, der mich vielleicht... Oh nee, das ist jetzt nicht verletzt, oder? Der einzige Spieler, der mir gefällig werden kann, ist nur Anthony. Etwas zu spät, Dirk Nowitzki. So. Der setzt ebenfalls. So, wir haben eine 2-Punkte-Führung, wie gesagt. Das kann doch nicht sein, die sitzt. Was ist denn das? Denn das ist ja wirklich richtig schlecht in der Defense. Was ist das denn? Das Wort kennen die überhaupt nicht. Ach, verdammt, ey. Da hab ich's aber auch provoziert, habe ich. Extra mit Nelson die Richtung aufgelaufen. Ah, das wird so leicht gepfiffen heutzutage. Also im Spiel auf jeden Fall deutlich öfters als in echt. Aber in echt sollte man das auch nicht abschreiben lassen. So. José. Ach, ja, natürlich trifft Dellenberg diesen Wurf. Ja. Mal hier durchrennen. Eurostep. Oh, war der schön. Drin. Sind die Midrange-Jumper, die gehen immer rein. Oh mein Gott. Das wird schon wieder richtig schlecht enden, glaube ich. Man kommt einfach nicht an dieser KI vorbei, ja. Das ist einfach. Guck doch mal! So kommst du nur vorbei mit einem Crossover. Das ist sau einfach geworden, ja. Aber so kannst du nicht vorbeilaufen. Das ist einfach zu schwer. Wie die verteidigen, das ist einfach unglaublich. Super Defense von Tyson Chandler. Auf rechts nach vorne, Monta Ellis. Oh Gott, checkt in the Fool! Das war ja mal ein richtiger Kackwurf. Anthony? Ebenfalls super gemacht. So, Alice. Eben. Rüber auf Tyson Chandler und jetzt. Komm, Foul gezogen, sehr schön. Schon das zweite Team Foul. Immer schön die Fouls ziehen. Versuchen es auf jeden Fall. Gegen Miami war es wirklich ein schweres Spiel. Dwayne Wade natürlich OP. Wie jedes Jahr in 2K. Aber der hat nicht gut gespielt. So, in 2K14 habe ich ja Freiwürfe getroffen wie Sand am Meer. Mit dem Mavs. Da war mal ganz selten einer daneben. Vielleicht spiele ich auch wie jetzt. Muss echt. Ach, drin. Wie der Dreier von José ist nicht drin. José. Nelson für 3! Und er sitzt. Jameer Nelson mit seinen nächsten Punkten. Er ist mit dem Stil. Und der Dank! Defense leads to offense. Und der schöne Dank. So. So sieht es auch schon gut aus. Oh, Nowitzki mit einem guten Foul.
Aber auch schon mit seinem zweiten. Stoudemire geht eine Linie. Nicht der beste Freiwurfschütze. Hat eine sehr schöne Brille auf. Und zwei. Okay, er trifft sogar beide. Ich glaube, er war nicht immer der... nicht der beste Freiwurfschütze. Okay, Chandler. Komm. Midrange. Ja, schön gemacht. Alles klar. Nelson mit seinen nächsten Punkten. Nelson hat auch einen richtig wunderschönen Wurf. Muss einfach mal zugeben. Gute Defense. Sehr gute Defense. Und Chandler, schade. Und nicht wegrennen. So, ich gehe auf Alice. Boah. Sehr schöner Block. Aber ich spiele gute Defense. Das gefällt mir. So. 14 zu 10. 5 Minuten noch zu spielen im ersten Viertel. Einfach mal so das ganze Spiel lang. Das versuchen. Ah, das war doof. So, Ruf auf Alice. Crowder, stellen wir mal einen Block. Sehr schön. Geht da durch, trifft nicht. Chandler Offensive Rebound. Ja. Sehr gut. Timeout New York. Wir haben eine 6-Punkte-Führung. Dann lassen wir erstmal so. Hier gibt es ja nicht so wie, sowas wie, ja. Die, hier sowas wie Abwehr, wie bei FIFA. Anthony. Drin. Okay. Ja, eine Frage an euch nochmal. Soll ich irgendwelche Spieler mal trainen zum Beispiel, wenn das wirklich überhaupt nicht mehr klappen sollte? Ja. Ich werde jetzt keine guten Spieler trainen. Zum Beispiel letztes Jahr Dennis Schröder hierher geholt. Also, ja. Wenn ihr das wollt, hole ich Dennis Schröder wieder her. Keine Ahnung für irgendwen. Boah, Defense! Schöner Block von Tyson Chandler an Carmelo. Das war doch mal ein sehr schöner Block. Oh, schade. Tyson Chandler kann auch nicht alles blocken. Natürlich erstmal auf den müssen wir aufpassen. Das ist ein sehr starker Schütze. Alice. Ah, sehr gut. Da haben wir ihn stehen gelassen und Alice mit seinen nächsten Punkten. Keine Ahnung, ja. Sehr gut. Der sitzt nicht. Rebound Dallas. Raus. Floater und der sitzt. 8 Punkte Führung. 52 Rebounds in der Niederlage gegen Houston. 52 Rebounds, ja. Das ist eine Rebound-Leistung. Ach, komm. Das ist der 2K-Crossover. Ganz leicht vorbeikommen. So. Boop.
Und Parsons. Dann rüber mal auf Nelson wieder. Nelson Abschluss. Der sitzt ebenfalls. Boah, ich dachte, der geht gar nicht rein, weil er so bedeckt wieder stand. Und auf einmal, ja, steht er da frei. Dann sehen wir nochmal. Das dauert jetzt ein bisschen lange, passt auf. Erstmal zu Alice. Das Double-Team an Nelson. Und wieder zurück zu Nelson. Und der wirft. Und sitzt. Ach, das war so ein Dreier. Ach, du Kacke. Mann, das war ja so eine richtig schlechte Defense. So offen gelassen, da diese Zone, das darf man nicht so machen. Aber super. Spielt richtig gut. Nelson vor allen Dingen, der gefällt mir richtig. So. Felton, Knacki. Ex-Knacki ist drin. Und Shane Larkin. So, Brandon Wright. Felton für 3. Schade. Offensive Rebound. Wright. Harris für 3. Offensive Rebound. Brandon Wright. Und der macht den. Mann, Brandon Wright ist ein Monster. Der gefällt mir. Auch wenn echt. Der hat die ersten, wirklich, sagen wir mal, ersten 10 Spiele so stark gespielt. Also, bis jetzt für mich, meiner Meinung nach, Most Improved Player. Bei momentan auch die höchste Wurfquote der NBA. Als Spieler. Holloway für 3. Nicht drin. Chandler Parsons Rebound. Nelson. Okay. Ruhig. Wir gehen ab auf. So. Parsons? Schade, in and out. Okay, ruhig spielen. Tim Hardaway. In seinem zweiten Jahr. Ah, Prigioni. Der wird auch langsam alt. Aber der ist immer noch fit. So, Crowder. Brandon Wright. Ah, sieht er das? Das ist einfach nur der Zukunftscenter der NBA, sage ich euch. Er spielt so krass, er ist so athletisch, so groß, so kräftig. Das ist man. Der Anthony lässt sich mal. So, boah, über Jay Crowder, Carmelo Anthony. 15 Sekunden auf der Uhr, für mit 7 gegen New York. Schöner Flo. Oh, schöner Crossover. Und der Flo von Devin Harris. Nur noch 9 Sekunden noch für New York. Und wir haben eine 9 Punkte Führung. Hallo. Way, it's a buzzer. Oh, der Stepback Dreier. 6 Punkte Führung, Dallas. Wieso muss er den noch nehmen? Kyle Lowry and the Toronto Raptors take on John Wall and the Washington Wizards live from Washington D.C. Big Time Hoops coming your way. And now the second quarter just getting set to start. Zweites Viertel. 6 Punkte Führung gegen New York. Und wir schlagen uns sehr gut. Unsere Bankspieler vor allem, die punkten sehr gut. Auch Nelson ist natürlich unser Starter. Da bin ich einfach irgendwie zur Seite gegangen. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie da war immer die Zone frei. Witzki, Jump Shot. Seine Position, die muss er machen. So, ich gehe mal hier auf Mino.
Nee. Oh, und der schöne Block. Und dann kriegt den irgendwie. War das Dellenberg? Ja, schon wieder mal Dellenberg. Bloß nicht aus dem Konzept hier bringen lassen. Oh, was? Schon wieder so ein Fail, wo. Ja, sehr gute Defense. Amino. Auf Nowitzki. Und Nowitzki, ja, schön, mit Brett vollendet. Das Fast Break. Sehr gut, das gefällt mir doch. Mann, diese Defense ist aber auch richtig kacke. Ich möchte mal wegziehen ein bisschen. Witz gekommen. So leicht komme ich da auch nicht vorbei. Nowitzki. Nowitzki, starker Post-Move. Und dann schön in die Zone. Ja. Gegangen. Timeout New York. Wir schlagen super. Wir schlagen es wirklich gut. Endlich mal, ja. So wie ich es auch immer sehen. Hallo? Ich kann meinen Controller nicht bewegen. So, hier hinten spiele ich Nelson. Meine Nase juckt. Boah, wie macht er den rein? Da war auch Nowitzkis Hand im Weg. Okay, warte. Ach du Kacke. Nelson, was? A plus! Für 3! Ich wollte gar nicht zu Jimmy Nelson passen, aber der stand da auf einmal frei und trifft den Wurf auch noch. Göttlich, 15 Punkte. Oh, oh. Drin. Och, Mann. Tim Hardaway Jr. ist richtig gut. Also hier in dem Spiel auf jeden Fall. Boah. Auf Nowitzki. Achso, meine Midrange-Jumper gehen natürlich nicht rein, aber die von mir. Ja. Was denn? Kann so nicht verteidigen, die muss einfach nur andere. So, Hardaway wird verteidigt von Amino. Das kann doch nicht sein. Hardaway geht einmal kurz an Amino vorbei und dann nimmt er wieder so einen Jumper. Ja, Elif, das ist eine Leichtigkeit für Elif. Den da ins Netz reinlegen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Wieder Alice wieder mit Diefen. Und das. Amino, nein! Was? Was? Ach doch, doch geht safe, Eliub. Ach, du bist doch dämlich. Guck dir das doch mal an. Macht ein Safe, Eliub. Anstatt da drüben hier auf Amino zu spielen, der da drüben läuft. Pass auf. Da, Self-Value, komischer Bug. Und dann. Ach mein Gott, Alice. Hä? Hey, what the fuck? Das wäre so ein schöner Alley-Oop zu Amino geworden. Echt so schön. Der wäre richtig. Oh, wär so richtig schön ringezimmert worden. Kann jetzt ernst. Ist denn ernst sein? Haut er den echt da. Ich weiß, dass du danken kannst, aber...
Shane. Boah, das war aber gut gespielt. Und Timeout Dallas. Die habe ich nicht angefordert. Oh, Ritter Jefferson kommt rein. Sehr gut. Ich denke so, wir werden die erste Halbzeit dominieren und dann in der zweiten Halbzeit so richtig einbrechen. Wie wir das noch schon in echt kennen. Ach, wieso geht der, wo wir es nicht rein? Mann. Drin. Ach komm, die treffen jeden Midrange-Jumper. Wirklich jeden. Ich verteidige aber auch schlecht. Mann, da sind die auf einen Punkt wieder dran. Chandler. Was macht der denn, ey? Ich dachte, da liegt da mal irgendwie so ein Hookshot drin oder irgendwas. Aber nicht so. Ach, ja, genau. Natürlich das N1. Ah, wer war es? Dellenbär wahrscheinlich, oder? Ach so, Dellenbär. Ach, natürlich Dellenbär. Freiwurf auch noch treffen. Ah, das tut New York auch schon wieder. Boah, so einfach geht das. So, Jefferson. Zack, den dankst du. So. Schnell mal die gute Defense der Knicks ausgenutzt. Beide Mannschaften verteidigen nicht gut. Muss anschampert bleiben. Anthony trifft den Wurf. Das war ja auch in echt ein ziemlich spannendes Spiel, muss man mal sagen. Haben sich bis in die Overtime gekämpft. Oh. Wieso kriegt Chandler diesen Offensive Rebound nicht? Er stand noch perfekt unter dem Korb. Perfekt, und dann ist da wieder diese 2K-Animation. Auf, ey. Was denn das, ey? Was ist denn das schon wieder, ey? Mann, warte schon wieder. Genau, nur Look. Ach, genau. Man muss ja so machen, was er will. Mann, das ist doch schon wieder kacke. Unkonzentriert. Drin. Wieder ist nicht drin. Wenn schon, möchte ich hier richtig 2K'd werden. Mann, für Spielzüge bin ich einfach nicht geboren. Das ist einfach... Oh, mach dann Eurostep. Wieso macht er denn den Eurostep? Ich hab Floater gedrückt. Floater. Drin. Ja, den trifft er ja nicht, ja. Wide Open Jumper. Nicht drin. Mein Gott, ey. Ach genau, Shane Larkin verteidigt hier alles. Ach so! Na, jetzt ist natürlich alles hier logisch, wa? Bomm! Auf Wiedersehen! Ja, ist das schon wieder unlogisch. Wenn Shane Larkin den Ball... Den Ball von Monta Ellis stiehlt, ja. Ach so, kriegt er hier drin? Kommt, ey. Tut mir leid, ey. Was soll denn das? Es ist einfach, keine Ahnung, ist einfach schwer und unlogisch. Was macht... Oh. Okay, gut, wenn das so macht, ist es okay. Hat Jay Smith überhaupt nicht aufgepasst. Mann!
Ja. Ich verteidige J.R. Smith. Sehr gut. Nicht drin, ne? So, rüber auf Ellis. Für drei. Ja! Und er sitzt. Monta Ellis. 12 Punkte. Oh, was ist das denn für eine Defense? Die kannst du in die Tonne kloppen. Ich mache ja nichts davon. Das macht es ja das Spiel selber. Mann. Schau mal, wie man da einfach nicht dran. Sehr gut, sehr gut. Oh, der war schick. Der war schick. Mach ihn rein. Jawohl. Der war schick, der Crossover von Ellis. Mann, 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 Mann. So. Letzte Chance für die Knicks, den aber draus zu holen. Und schon wieder. Brandon Wright bleibt doch einfach mal in der Zone. Parsons. Boah, der sitzt doch noch. Chandler Parsons. At the buzzer. Bam, zwei Buzzerbeater hier schon. Ausgleich. Das war schon eine Halbzeitbericht. Mann, Freunde. 54-54. Ausgeglichenes Spiel. Zwei Buzzerbeater schon. Einmal von Tim Hardaway und einmal von Chandler Parsons. Zwei Hammerteile. Ich fand meinen ein bisschen geiler, weil meiner, ich musste ja meinen von der Seite erstmal einwerfen. So, zweite Halbzeit jetzt. So, Anthony gegen Parsons. Parsons ist ein guter Verteidiger. Und da wird Anthony hart gefoult. Oh, ich hoffe, dieses Spiel gewinnen wir endlich mal, ja? Es muss doch irgendwie mal was werden, dass wir endlich mal ein Spiel gewinnen. Knicks haben ja auch schon eins gewonnen. Aber auch irgendwie einfach. One, das Warner Brothers Tattoo. Okay. Auch sehr tätowiert. J.R. Smith ist ja auch. So. Chandler Parsons. Witz. Nächsten für drei. Boah, der nächste Dreier von Jeremy Nelson. 6 von 10 from downtown. Hammer. Die Knicks nur. Schade. Was ist der Stil? Oh, ich muss zu Anthony. Nee, nee. Oh, der war gut, der war gut. Wirft und Chandler mit dem Rebound. Auf zu Ellis.
Und Ellis! Oh, super, mit einem Fadeaway-Jumper. Sehr gut. Einfach diese Offensivkraft ausnutzen und Defense ein bisschen arbeiten. Defense muss dann einfach mehr arbeiten, ist einfach so. Und der war gut. Das war gut gespielt, da habe ich auch wieder gepennt. Okay, ihr meint, ich soll jetzt mal ein Spiel zu spielen, dann mache ich das jetzt mal. Denn Ernst, willst du mir richtig rollen? Und einfach danken können. Ach, Shumpert holt einen Rebound gegen Dirk, ja? Ich glaube, ich sollte noch mal rauspassen, oder? So war der Spielzug gedacht. Ich weiß nicht, was ich denn mal machen soll, wenn da mir nur so ein Kreis angezeigt wird. Ich brauche keine Timeout hier, Mann. Die sind doch gerade mal frisch reingekommen. Ja, ich möchte mal überspringen. Die reden da gerade noch so. Jetzt geht's weiter. Ah, an sich, das Spiel macht mega Bock, aber wenn wir nur verlieren, dann wird das Let's Play nicht lang sein. Der war schön von Nowitzki. Und then one! Sehr gut. Offensive Rebound. Shumpert wird diesmal bestraft. Nicht Nowitzki wie gerade eben. Und der schöne Offensive Rebound. Da hat die New Yorker Abwehr. Defense aber auch geblendet. Nowitzki in der Linie, komm. So. So ist das doch schön. So, wir haben eine 2-Punkte-Führung gegen New York. Timeout New York. Alles klar. Derek Fisher nimmt eine Auszeit. Aber die können wir ganz schnell mal überspringen. So, also Anthony ist wirklich manchmal nicht leicht zu verteidigen. Deswegen lasse ich mal. Gut, aber Calderon, der ist sicher, der trifft beide. Kannst du ja davon ausgehen, trifft beide. Der hat aber in einer Saison, glaube ich, 97% seiner Freiwürfe getroffen. Ich glaube, 175 von 178 Freiwürfen oder so. Also, das ist ein Freiwurf-Monster, kannst du schon sagen. Oh. Ja, ach so, das ist kein Foul, ja? Naja. Der Ellis gegen Anthony, ja. Was willst du denn da machen? Ach mein Gott, bist du denn zu... Ja, Chase Down Block. Oh nein, noch falsche Taste. Jetzt aber. Ja, sowas geht rein, ja, was denn echt niemals reingehen würde, so über die Schulter. Ah, Mann. Dellenbär mit einem Moving Screen. Sehr schön. Alles klar. Wir machen es, glaube ich, mit Chandler Parsons jetzt. Oh, das wollte ich gar nicht. So, hier. Ach so, Ellis, genau. Hätte mal den Wurf gegen Orlando reingemacht, ja? Ja? Ellis spielt halt gut. Ellis gefällt mir. Da war es so, ich war mit Ellis nicht da, dann muss ich mit Chandler rangehen. Dann stand Chandler nicht bei Dellenbär. Dellenbär hat den ganz leicht reingemacht. Ja.
Okay, gut, Chandler. Sehr gut. Offensive Rebound. 8 Punkte, 6 Rebounds für ihn. Sehr gut. Sehr gut. Da drüben läuft Ellis. Niemals. Niemals! Bam! Dreier! Nelson! 5 von 5. Ey, der ist ja richtig geil da drauf. Jamil Nelson! Und wieso sind da schon wieder zwei Spieler am Point Guard dran gewesen? Mann. Also eine Führung ausbauen, das ist wirklich schwer mit Dennis. Lieber nochmal raus. Ich spiele lieber nochmal raus auf Nelson, der hat so ein schönes Spiel. Das. Ach, komm! Mein Gott! Da muss er immer noch warten, da muss er noch mal warten kurz, glaube ich. Und das wird so leicht gepfiffen. Rennst du da einmal einen um, ja? Manche provozieren es auch, manche floppen auch. So, floppen. Ah, ah! Foul, hallo! Sehr gute Defense. Sehr gute Defense. Schönes Foul von Chandler. Dellenberg in eine Linie. Er trifft nicht beide. Er kann die beide nicht treffen. Ja, so will ich das doch sehen. So will ich das sehen von Dellenberg. Den machst du auch nicht rein. Nee, der sitzt. Die, egal welcher Spiel, die treffen die ja meistens immer perfekt rein. Oh, jetzt ist dann der Knacki noch drin, ja. Muss ich ja noch extra aufpassen. Nowitzki! Mit dem Fadeaway-Jumper! Und der sitzt. Die Wurfquoten sind heute richtig schön hoch. Das gefällt mir. Das macht da so Spaß. Ich glaube, bin ich jetzt eingespielt nach 4 Spielen? Bin ich eingespielt? Oh, diese Offensive Rebounds. Aber da stand auch Dellenberg super da. Der hat 20 Punkte! Boah, der ist ja richtig gut. Den müsst ihr mir wiederholen für Chandler. Boah, was ein Fake. Was ein Fake von Dirk Nowitzki. 15 Punkte, 6 von 12 aus dem Feld. Eine 4-Punkte-Führung haben wir. Das ist doch was Schönes. Nee, ich verteidige nicht Anthony mit. Gute Defense. Nee. Der, wie kann er sich den Offensive Rebound holen? Wie geht das? Dass da keiner von meinen Spielern rangeht. Ich habe alles gedrückt. Auf Y drücke ich immer ein. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Oh, hier, Alice. Applaus. Nowitzki. A plus Jumper. Ja. Mann, wir spielen richtig gut. Ich möchte es hier heute noch. Anthony trifft aber wirklich jeden Wurf, ja. Manchmal hat er dann echt so eine Wurfquote, was weiß ich. Nowitzki wieder in der Zone. Mann, der macht halt wirklich ein super Spiel, Nowitzki. Ich komme nicht über eine 4-Punkte-Führung weiter hinaus, ja? Ja! Moving Screen, endlich mal. Dellenberg. Sehr gut, komm, jetzt müssen wir das Teil hier mal ausweiten auf 7 oder auf 6 Punkte. Unsere Führung, die wir wirklich jetzt schon... Okay, manchmal war es auch wieder weg. Aber. Ja.
Heute können wir uns sicher sein, das ist vielleicht heute der erste Sieg. Oh, Alice. Ja, lieber nochmal zurück. Ja! Jameer Nelson, sondern Raymond Felton. Aber Raymond Felton hat auch einen richtig schönen Wurf, das muss er mal zugeben. Oh, oh, Achtung, bleibt da. Da. Da müsste ich bleiben. Anthony, der nimmt einen Dreier. Den kann ich treffen. Den kann ich treffen. Ball ist bei Dallas. Alles für drei. Shit. Etwas zu spät. Aminus, ja. Oh, rüber. Boah. Toll. Oder hat Chandler Parsons gepostet. Und Alice, oh, dieser Speed, ja, der ist unglaublich. Wir machen allein schon mehr Punkte in drei Vierteln, als wir im letzten Spiel hatten, ja. Das hatte schon einiges heraus. So, kommt 6 Punkte Führung. Nowitzki! Oh, sehr gut. Nochmal Anthony gut verteidigt. Wir gehen mit einer 6-Punkte Führung ins vierte Viertel. Sehr gute Aussicht. Sehr, sehr gute Aussicht. We're going to step aside for just a second, but join us right back here for the start of the fourth quarter. Next. John Rondo and the Boston Celtics go up against Paul George and the Indiana Pacers. It's an Eastern Conference duel. You don't want to miss it. So. Viertes Viertel Action. Oh, 6 Punkte Führung gegen New York, ja. Wir spielen diesmal richtig gut. Ja, der passt wirklich so schön, muss man mal zugeben. Kann man zugeben, ja, das war ein schöner Pass. So, und wir haben auch Ball, können unsere Führung auf 9 ausweiten. Felton, Harris, Chandler, Wright und Crowder sind drin. Okay, Brandon Wright. Brandon Wright. Hookshot nicht drin, Offensive Rebound. Ach, den macht er natürlich nicht rein. Okay, da wurde auch gut verteidigt. Ach, wie geht der denn rein? In der Zone und... Tschüss. Ach, schade, Mann. Wieso kommt der Pass nicht an? Ruhig spielen. Wo muss ich schon wieder hin? Ja. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Sonst die Bank von New York hier ausspielt. Mann, ey. Ah, plus Crowder! Splash!
für drei. Ratatatatata. Schön. Oh, ey, es ist manchmal nicht zu glauben. Diese Offensive Rebounds. Und immer die Putbacks, ja. Es ist... Oh. Jay Crowder war... Schön. Harris, den machst du! Sehr gut gemacht. Sehr schön. Man, immer das so weiterhalten. Und das ist ja das Schwere. Hallo, da steht mal... Mann, das ist auch ein viel zu offener Wurf für Champert. Den macht er doch im Schlaf. Ja, das hat 20 Punkte, ja. Boah, schöner Fake. Hm, aber er hat am Ende nichts genutzt. Und Felton macht den gegen seinen Ex-Verein. Mann, es ist ja ein richtig spannendes Spiel. Ich würde sagen, in den letzten 5 Minuten kommen nochmal unsere Starter rein. Mit Parsons, Ellis. Da will man laufen, da will man kommen da hinten. Oh, 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 oh. Nee. Der kann nicht reingehen, der war so gut verteidigt. Keine Chance hat er da. Plus Felton für 3! Ratatatata! Ja, Mann! 8 Punkte Führung gegen New York! Smith? Oh, den macht er. Hat er auch den entscheidenden Wurf im vierten Viertel gemacht, der in die Overtime führt. Das wollte ich nicht. Oh, ist der stark! Ist der stark! Ja, Eurostep-Koppliger mit Brett und was weiß ich noch. Boah. Komm, 5,5 Minuten noch durchhalten wir meine 8 Punkte Führung. Warum passt du Calderon? Passt zu Calderon. Das kann doch nicht sein, ja. 3 Leute wollen ihn blocken, der macht ihn trotzdem rein. Okay. Boah, das ist gerade ein Offensivbattle. Das ist wirklich eine Offensivschlacht heute. Sekunden haben wir noch. Das war jetzt... Ach, ganz ehrlich! Hallo, wie wär's mit einer Timeout mal nehmen? Wie geht denn das? Wie geht denn Auszeit? Kann man die Auszeit auf dem Controller nehmen, weiß ich gar nicht. So, Auswechslung. So. Nelson auf jeden Fall. Chandler mal raus. Wright ist auch tot. Kann man da rein? Dann lassen wir erstmal Wright drin, ne? Okay. Komm. Wenn wir das jetzt noch verlieren, dann weiß ich auch nicht. Ellis. Zieht das Foul. Sehr gut. An Champert. Auch jetzt kann man das erste Team-Foul. Also vom Foulen her ist das Spiel sehr arm. Ein sehr faires Spiel, muss man dazu sagen.
Komm, ey, das macht beide rein. Och, etwas zu spät, du willst mich doch verarschen. Mann, wie lang, du brauchst ja gar nicht mal lang halten bei ihm. Ran, ran. Mann! Wieso kann ich da keinen so leicht absitzen? Mann, jetzt müssen wir wirklich mal richtig Defense spielen. Das kann nicht sein, die sind schon wieder auf dem kleinen Run, die New Yorker. Nelson. Nee! Och, komm! Das kann nicht sein, ja? Wenn die Offensive Rebound holen, machen die jeden Wurf rein. Aber ich zum Beispiel mal, oder hier so ein ja, natürlich geht ja rein. Das ist doch schon wieder unrealistisch oder unlogisch. Die holen einen Offensive Rebound. Ja. Mann. 8 Punkte Führung. Dafür hat er dich verteidigt. Ja, mach ihn rein. Der Sieg wäre so verdient. Ich sag noch so viel spielen, na? Der Sieg wäre so verdient. Oh nein. Was ist der Stil? Calderon. Oh Gott, der geht immer perfekt rein. Stand auch viel zu weit oben. Mann. Wir haben Nachpunkte Führung versaut. Foul. Das ist ein ganz klares Foul. Und Ellis geht schon wieder in die Linie. Mann. Mach doch eh nicht beide rein. Ja. Ey, das war auch etwas zu spät. Ich lasse so früh los. Ja. Boah, ist das schon wieder spannend, das Spiel, ja? Och, wer lässt denn da denn so ein... Ey, guckt euch mal diese Defense an. Dafür kann ich aber auch echt... Das ist einfach nur Dallas, ja? Wo ist denn da das Foul, Mann? Du kannst jetzt nicht right an Calderon... Ja. Oh, Alice bekommt den Ball. Pass, das kommt machen. Ja! Boah, Mann! Ihr könnt ja mal bitte eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare schreiben. Oder beziehungsweise generell mal zu New York, was es schon wieder für unlogische Sachen hier sind, ja? Wen soll ich denn da jetzt reinholen? Ich sag mal, vielleicht nochmal den Amino, der ist nochmal kräftig. Hätte es vielleicht nochmal raus. Boah, ja. Lido, ja? Ach komm, lass doch jetzt Lido. Warum ist denn Lido drin? Oh, 3 Punkte Führung. 3 Punkte Führung. 3 Punkte Führung. Der trifft nicht. Und er trifft auch nicht. Mann, wieso holt der Offensive Rebound so ein Ende? Das ist so unlogisch. Das ist so unlogisch. Ja! Mann, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, ja? Ich lauf hier rot an. Ich lauf hier richtig rot an. Mann, ist das Spiel unlogisch geworden. Tut mir leid. Holt eh Offensive Rebound. Anthony. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein! Das kann jetzt echt nicht sein! Wie für Offensive Rebounds hat Dellenbär? Komm, wie für... 8! Der hat 8! Wir haben noch 1 Minute Zeit. 1 Minute. Wir führen mit einem. Boah.
Komm, bitte Chandler, mach einen ordentlichen Block. Sehr gut. Ja. Dank das Ding! Ja! Da ist die 3-Punkte-Führung. Da ist die 3-Punkte-Führung. Wenn Delebel jetzt irgendwas reinmacht, der hat 11 von 13, ja? Ja! Hier am Arsch! Och nee! Die Chance auf den Game Winner! Och verdammt, oder? Nein, Alice, mach ihn doch rein. Jetzt gehen wir noch in eine Verlängerung. Oh, wie kann er diesen unlogischen Dreier da treffen? Oh, Mann. Hey, ich bin so fertig. Das ist eigentlich so kackegal, ob da die Charlotte Bobcats gegen die Hornets spielen. Die Charlotte Hornets gegen die Pistons spielen. Oh Mann, wir hätten alle schon entscheiden können. Aber nein, wir holen ja Offensive Rebounds ohne Ende. Jetzt gehen wir echt noch in die Verlängerung. Ganz ehrlich, guck dir das mal kurz an, ja. Teamvergleich. So. Zweite Halbzeit. Punkte sind gleich. Korbwürfe. Ich hab sogar mehr Prozent, ja. 4 von 5 3 in der zweiten Halbzeit. Und Offensive Rebounds, 10 Rebounds, wie viele? Die haben gerade mal 7 Defense und mehr Offensive Rebounds. Wie viele haben sie in der 4. Viertel gemacht? 29 Punkte, ihr wollt mich doch alle verarschen. In echt ging es auch in die Overtime. In echt ging es auch in die Overtime, wo denn Dallas gewann. Pass für 3. Ah, was denn? Nowitzki hat den Ball in der Hand und wird mal wieder aus der Hand geschlagen. Ach so, hallo, Calderon muss den Ball jetzt verlieren. Das ist sonst nicht richtig. Ach komm, tut mir leid, aber das ist doch langsam unlogisch. Der Sieg wäre so unverdient. Eliop, aufpassend! Lob City! Zack! So. Boah, Freunde, ey. Eine Menge Rage wieder dabei, aber auch eine Menge. Denn das ist Calderon, der kann das. Boah, ey, das kann jetzt nicht sein, ey. Und wieso er den Wurf am Ende nicht reingemacht hat, ja? Nissen. Für 3! 6 von 6! From downtown! Mann, ist Jermaine Nelson heute on fire! On fire! Wieder oben auf Nelson. Wieder Anthony. Anthony gegen Parsons. Foul von Tyson Chandler. Okay. Freunde, Freunde. Anthony an der Linie. Komm, du machst nicht beide rein. Du machst nur einen. Das ist aber Carmelo. Das ist Mello. Beide sitzen. Timeout Dallas. Mein Gott, ich habe eigentlich heute noch was anderes. Ich möchte ja hier nicht... Nimmt ihr am Abend auf, ja? Wir haben es Viertel vor 10.
Johnson left side. Nowitzki sets a screen for Ellis. Ellis, den machst du. Den machst du! Double Clutch Dunk! Ja. Das kannst du mit Ellis so leicht machen. Er rennt da einfach kurz mal um die Verteidigung rum, dann dankt er den, ja. Ellis und Nelson heute sind so krass. Ellis mit 27 und glaube Nelson mit 26 oder mit 23, irgendwas ist da schon. Und Anthony wieder, meine Fresse. Boah, das ist aber auch ein Spiel hier, ja. Ellis mit dem nächsten Dunk! Yes! Monte Ellis! So wie ich in 2K14 ihn geliebt habe, ja? Mit seinen 30 Punkten spielen, mit seinen Clutch Performances. Und der Steal! Der Steal! Nowitzki, er trifft! Was eine Schlacht hier. Was eine Schlacht. Nee, ich bleib hier mit Ellis. Der Rebound ist bei Chandler. Nächsten Abschluss. Für drei. 7 von 7! Das war's! Das war's! Aber Anthony nochmal mit dem Dreier. Jetzt einfach die Uhr runterspielen, ja. Einfach die Uhr runterspielen. Und Parsons mit einem Klatsch-Layup. 7 Punkte Führung, 34 Sekunden. Oh, ja, wie die KI so hochgezogen wird. Ja, das ist unglaublich. Foul von Stoudemire. Okay, nächstes Foul. Vom Nelson. Okay, er ist etwas zu früh. A plus. 6 Punkte Führung, 22 Sekunden noch zu spielen. Mann, Freunde. Nelson ist hier mit 7 von 7 Dreiern. Ja, der Beste. Nochmal voll von Nowitzki. Und er trifft sogar den ersten nicht. Ich glaube, das war's jetzt. Ich bin mir noch nicht safe, ja. Erst wenn das Spiel zu Ende ist. Ich werfe nur mit Nowitzki, mit dem sichersten. Der sitzt. Punkte Führung. Wenn er drin ist. Das war's. Wir gewinnen. Yes. In Overtime. Boah. Wie in echt. Ja, wie in echt. Genau wie in echt. Ich kann nicht mehr. Alter, das war so ein geiles Spiel, Freunde. Das war ein richtig Hammerspiel. Haben uns einfach mal übertroffen. Ha. Way to hang tough.
Ja, Freunde. Yes. Alter, was war das? Das war aber auch ein Spiel. Tut mir leid. Hammer. Hammer. Also für die Zuschauer war das unglaublich. Es war auch wieder mal ein bisschen Rage dabei. Aber das muss sein, ja, weil... Aber waren so unlogische Sachen wieder dabei. Alice, bester Spieler, so wie in 2K14-Zeiten. Mit seiner krassen Performance. John, Player of the Game. Monta Alice. 29 Punkte. 10 Assists. 3 Rebounds. Monte Ellis. Einfach nur Hammer. Einfach nur Hammer. Und Jeremy Nelson. 7 von 7 Dreiern. 7 von 7. Alter, eine bessere Dreierquote habe ich wirklich noch selten gesehen, ja. Alter. Was ein Hammerspiel. Das hat so Bock gemacht. Ja, Chase Down Block von Alice. Es war schon geil. Meine Fresse, ja. Monta Alice. MVP Player of the Game. Kann ich mir freuen, ey. Nelson mit 30. 11 von 14 aus dem Feld. 7 von 7 Dreiern. Ellis mit 29 Punkten. 12 von 18. 10 Assists. Nowitzki mit 23. 9 von 15. Parsons mit 13, 5. Chandler mit 8, 9. Oh Mann, ey. Freunde, das war auch ein Spiel. Dallenberg mit 4. Und 20 Punkten. 11 Rebounds. 8 von diesen 11 Rebounds waren offensiv, ja. 11 von 13 aus dem Feld. Anthony, 23. 9 von 22 aus dem Feld. Geht schon mal besser. Aber wir gewinnen genauso wie in echt in der Verlängerung. Calderon mit einem Double-Double. Aber boah. Alter, Teamvergleich. Im ganzen Spiel, ja. Wurfquoten. 62%. New York 57%. 3 Punkte Würfe. 11 von 17. Besser geht's gar nicht. 38 Freiwürfe. 10 von 13, 11 von 13. Punkte in der Zone, 64 zu 66 ausgeglichen. Punkte, zweite Chance, ja deutlich nichts mehr. Bankpunkte hatten sie auch mehr. Assists hatten wir mehr. Offensive Rebounds hatten sie mehr. Defensive Rebounds waren gleich. Mehr Blöcke, weniger Turnover, weniger Teamfouls. Wir hatten eine höhere Führung. Oh, boah, ey, ich kann nicht. Was war jetzt die Verlängerung? 19, ja, wir hatten, ich habe nur ein Wurf daneben gehauen, ja. Wir gewinnen, ey. Boah. Alter. Spannender geht's echt nicht, ja. Spannender geht's echt nicht. Endlich, wir haben unseren ersten Sieg. Unseren ersten Sieg. Ich bin so stolz. Ich bin so stolz, ja. Ich würde sagen, Daumen hoch für diese Folge, für diese extrem spannende Folge. Und ja, ich hoffe, wir können diese Siegesserie in den nächsten Spielen fortsetzen und sehen uns damit in der nächsten Folge wieder, dann gegen die Portland Trailblazers. Bis dann und tschüss.